OÖO. Oberösterreich Originale. Der Podcast. Mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger. Im Innviertel gibt es einen Haufen eingeschworener Umweltschützer, für die ist das allergrößte Vögel zu zählen. Die Wasservogelzählergemeinschaft Unterer Inn. Und ihr Chef ist Karl Billinger aus Obernberg. Einmal im Monat, immer am Sonntag, der dem 15. am nächsten liegt, rücken Karl Billinger und seine Freunde von der Wasservogelzählergemeinschaft Unterer Inn mit Fernrohr und Liste aus. Man hat eine Zählstrecke im Prinzip oder einen Zählpunkt. Da stellt man sein Fernrohr oder sein Fernglasl auf und stellt sie hin und tut einfach die einzelnen Orten, die zu sehen sind oder zum Hören sind, notieren. Und ich kann sagen, im November dieses Jahres waren so und so viele Stockenten oder so und so viele Kormorane am Inn. Immerhin 100 Personen begeistern sich fürs Wasservogelzählen an Inn und Salzach. Ihre Daten liefern wichtige Hinweise für Umweltschutzmaßnahmen, sagt Karl Billinger. Er ist 62 Jahre alt, pensionierter Hauptschullehrer und kann eins gar nicht ausstehen, nämlich wenn Menschen Wildvögel füttern. Weil man es zu Haustieren macht. Ich habe das erlebt einmal, bei der Vogelinsel waren Kurgäste da, die Lochmögen gefüttert haben mit Brot, mit Riesensäcken. Und dann kommen aber tausende Vögel, die da herfliegen. Und dann haben sie sich das Fürchten angefangen und beim Weggehen haben sie dann gesagt, da muss ja doch endlich einmal was da werden gegen die Vögel. Zuerst haben sie es aber gefordert. Und das ist genau das Falsche. Karl Billinger beobachtet die Vögel lieber aus der Ferne. Feierlich wird ihm zumute, wenn er einen Prachttaucher sieht, weil die haben früher viele für Pinguine gehalten. Die waren so schwarz am Rücken und weiß am Bauch und sind am Land ziemlich tollpatschig und die haben zu denen Pinguine gesagt. Ich meine, mir war als Bub damals klar, das kann kein Pinguin sein. Die gibt es nur an der Südhälfte der Erde. Aber wenn ich jetzt heutzutage einen Prachttaucher sehe, dann wird oft am Abend der Flascherl Wein aufgemacht. Immer gut, wenn es was zu feiern gibt. Für Karl Billinger aus Obernberg am Inn und seine Wasservogelzählergemeinschaft ein Foto von dem Prachttaucher, der schon mal aussieht wie ein Pinguin, steht auf liveradio.at. OÖO. Oberösterreich Originale.